Siehst du, 6 Stück. Hab ich's doch gesagt. Ach, ich habe hier sogar noch. Egal. Egal, egal, egal. Haben wir nicht gesehen. So. Und? Ist das schon weit? Wie viel hast du da jetzt schon? Also irgendwie hält sich der Erfolg hier so ganz klein wenig in Grenzen hier. Weiß auch warum. So, jetzt wird theoretisch die Transfer Notes auch davon. Warte mal. 9. Okay, dann also 1, 2, 3, 4. Toll, eben nicht. Okay, gut. Dann brauche ich mal eben irgendwas, wo ich das draufpacken kann. Wäre es sinnvoll, das da drauf zu stellen? Ich glaube sogar schon fast ja. So, dann ist das 1, 2, 3, 4 bis hierhin. 3 unten, beziehungsweise jeweils einen nach unten. Und der müsste theoretisch auch davon betroffen sein. Sehr schön. So. Dann kann ich schon mal aus den Iron Essences. Kann ich schon mal. Ich mach das hinten im Netz. Was habe ich eigentlich heute für Probleme mit dem dusseligen ME-Netzwerk? So, boah. Geht doch. So. Müssten zwar mal so ganz klein wenig die Frames drunter leiden, aber das ist mir jetzt so ganz klein wenig scheißegal, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wir müssen auch irgendwo jetzt mal Prioritäten setzen. So. Dann haben wir noch Lava Buckets. Nein, haben wir nicht. Dann. Fire! Give me prep, bring me fire! So, dann. Lassen wir den Bucket haben, ey. Schwör, Digga. So. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Drup. Schon mal so ein ganz kleiner Anfang. So. Ja, seht ihr mal, jetzt ist auf jeden Fall schon mal das Tier-Tank voll. So. Kann er da erstmal ganz gemütlich weitermachen. So, hol mal restliche Gold daraus. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem ganzen Gold anfangen sollen. Das ist so viel. So. So. Immer nur hinein in den schönen Tank da. So. Ich befürchte, irgendwann gehen uns hier so langsam die Fire Essence aus. Mal eben nachschauen. Raya? Nee, Fire. Noch 34 Stück da. Das könnte ja erstmal reichen noch. War nicht mehr so viel, wie ich ganz gerne hätte. Aber immer noch besser als gar nichts. So. Oh. Dann können wir gerne nochmal ein Äpfelchen essen. So. Nom, schnapp, 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 schnapp. So. Gott, was leckt es denn jetzt gerade hier so? Und das Lied geht mir eben gerade so ganz leicht auf den Zeiger. Warte mal, wir haben doch da was Neues. Ich hab doch da was, ja, das können wir erstmal so lassen. Ach ja, ein bisschen Final Fantasy Musik. Muss auch mal sein. So. Wie viel hast du jetzt hier? 7 Items. Das kann. Das, hallo? Was stimmt mit dir nicht, Kollege? Bist ein bisschen arg langsam. Kann das sein? Ha. Huh. Okay. Na gut. Mal eben die Seeds und packen die hier unten selber rein. Ja, so. Sehr schön. So, dann läuft das da oben ein bisschen flüssiger mal. Okay, jetzt zwar nicht so, aber es läuft flüssiger. So, peng aus. Dann können wir uns, glaube ich, so langsam hoffentlich endlich mal ans Bauen machen hier. So, jetzt habe ich nämlich nichts mehr. So, dann nochmal, bevor ich da jetzt 5-mal hin und her renne hier. So, die Iron Ore mitnehmen. So. Immer schön hinein da. So.
Oh yeah. Dann haben wir, glaube ich, jetzt erstmal Eisen genug. Zumindest erstmal so ein bisschen auf Vorrat. So, dann würde ich ganz gerne jetzt nochmal eine kleine Exkursion hier nach hinten machen. Gucken, wie es hier ausschaut. Ach du Scheiße. ja, okay, gut. Läuft, es läuft. So, haben wir auf jeden Fall was zu essen und jede Menge Holz. Genau so wollte ich das. So. Funktioniert natürlich nicht so schön hier mit dem Holz, so wie ich es gehabt, also wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Oh, hier ist sogar noch Charcoal drin. Coole Sache. So. Und irgendwie kommt die hier auch nicht raus, kann das sein? Hab ich hier... Ach so, weil er nicht weiß, wohin damit. Ach so, ja gut, das könnte natürlich einiges erklären. Ups. Könnten wir einfach mal hier die Kohle rausnehmen. Die gute Kohle und einfach mal die Charcoal reinschmeißen. Dann läuft das nämlich hier auch so ganz geringfügig. So. Und ich bin gerade am Überlegen, also wenn wir jetzt hier noch eine zweite Barrel hinsetzen würden, im Prinzip hier hin, und sagen würden, zieh das da mal raus und pack das da rein, dann habe ich ein Problem, weil die sich dann hier verbinden. Kann ich das irgendwie umgehen? Oh, warte mal, ich habe ja noch Saplings, die können hier mal eben ganz kurz. Ich kann hier mal ganz kurz einmal mithelfen. So. So. Schon wieder so. Andauernd so. So, so, so. Ich will nicht dauernd so sagen. So. Ja. GG. GG. Ich bin echt super. So, nein. Voll gegen die Wand geflogen hier. Ich möchte ein anderes Lied jetzt haben, bitte. Danke. So. Was haben wir denn hier noch so Nettes? Ich mag das Lied. Das hatten wir auch schon, machen wir mal eben ganz kurz gucken, Minute 37. Das hatten wir auch bereits in der letzten Folge als Anfangslied zu dieser Session. Oh, ich mag es ja so sehr. So, dann nehmen wir hier nochmal eben die Charcoal raus, schmeißen die da rein. So, jetzt mal eben ganz kurz überlegen. Ich möchte ganz gerne diese Säulen, beziehungsweise diese Stützen, würde ich ganz gerne hier drüben auch nochmal eben hinzimmern wollen. Dann, wie viel Cobblestone haben wir? Wie viel habe ich hier drinne? 3 Stück, glaube ich, oder? Ja, genau, 3 Stück. Ich habe noch... Coal Essence? Cool. Gut. Da möchte ich jetzt aber erst einmal Oakwood haben. Dann möchte ich gucken. Stones. Haben wir 105? Haben wir 105 Stones her? Ist natürlich jetzt lustig. Aber okay, gut. Gar nicht fragen. Einfach machen. Einfach machen. Ganz stumpf machen. So. Komm mal her. So. Da auch und... Nein, natürlich so nicht. Oh Mann, ey. So. Oh yeah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin so, als ich da so schön locker flockig vor mich hin am Fahren war, habe ich so überlegt, ob ich mal ein kleines Thema ansprechen möchte. Dieses Thema wäre, was es doch für Ärsche als Menschen gibt. Weil, wieso mache ich das eigentlich so massiv hier? Na, egal. Ich finde gerade den Faden nicht. Wo ich anfangen wollte mit dem Thema. Denn, es gibt verschiedene Menschen auf der Welt. Ganz viele Menschen gibt es sogar auf der Welt. Es ist auch sogar ganz gut so, dass es ganz viele unterschiedliche Menschen auch gibt. Und jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter. Das ist sogar ganz gut. Nur, jetzt möchte ich mal eine kleine philosophische Frage stellen. Und ich bitte euch, beantwortet sie bitte.
Wie definiert ihr euch? Definiert ihr euch anhand des Geldes, was ihr habt? Anhand eurer Stellung in der Arbeit? Oder anhand des dicken, fetten Autos? Also eher so im Prinzip so oberflächliche Sachen? Oder sind das eher so bei euch Dinge, wo ihr euch so denkt, ah, nice to have, but überhaupt nicht notwendig? Ich definiere mich dann doch lieber über meine Menschlichkeit oder durch meine allgemeinen Fähigkeiten, wie ich der Menschheit helfen kann. Warte mal, das klingt jetzt ein bisschen doof. Aber ich will hoffen, dass der Sinn rüberkommt. Weil ich zum Beispiel bin einer, der sagt, ja, okay, dickes Auto, schicke Frau. Also eher so die oberflächlichsten Sachen. Schön. Allerdings, was nützt mir ganz ehrlich eine Freundin, die aussieht oder ein Topmodel ist, mit der ich allerdings menschlich überhaupt nicht zurechtkomme, weil sie einen total verkorksten Charakter hat. Wobei ich nun echt nicht sagen will, dass jeder Model verkorksten Charakter hat. Aber was, wie gesagt, was nützt es mir? Es nützt mir doch letzten Endes gar nichts, oder? So, und ein Kumpel von mir? Wir sind, also, okay, was heißt Kumpel? Also, wir sind schon ein bisschen länger befreundet. Sagen wir so, ungefähr seit der 6. Klasse. Und das war 2013? 2013, sag ich. 92 geboren, mit 7 zur Schule, also 99. 2005, ja, genau, 2005. Bleiben wir mal mit 2005. Habe ich noch irgendwo Stonebricks? Ja, sehr schön. Seit 2005 kennen wir uns. Also jetzt im Prinzip seit, ja, im August sind es wirklich 10 Jahre. Da könnte man eigentlich fast ein Jubiläum von machen. Und wir sind eigentlich, ich behaupte mal, von Grund auf verschieden. Weil ihm geht es darum, also ich habe immer, wie soll, das Thema ist ein bisschen heikel, weil ich will nur ehrlich auf keinem, also niemanden auf den Schlips treten. Aber er ist so ein Typ, naja, der fährt lieber ein dickes Auto, hat ein Topmodel als Freundin und der Charakter ist an zweiter Stelle. Total entgegen dem, was mir eigentlich schwebt, weil, wie ich schon sagte, was nützt mir ein Topmodel, wenn ich mich mit der nicht unterhalten kann, weil, ja, weiß ich nicht, was die haben könnte, weswegen man sich nicht mit ihr unterhalten könnte. Ja, nee, beantworte erstmal die Frage, bevor ich weiter ausführe, was ist für euch wichtiger? Aussehen, dickes Auto oder dann doch lieber die Menschlichkeit beziehungsweise die inneren Werte. Verallgemeinern wir es mal. Die inneren Werte. So, da bin ich mal gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare und in der nächsten Folge erzähle ich weiter. Sofern ich das jetzt hier mit den Zeiten dann auf dem Sack kriege, also richtig hinkriege, meine ich. Weil wir sind jetzt bei Minute 43. Wenn ich mich strikt daran halte, dass ich jede Folge nur 15 Minuten lang mache, dann könnte das theoretisch sogar was werden. Aber da zweifle ich noch so ein ganz klein wenig dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja aber jetzt auch egal. So, denn wir haben 474 Iron Ingots und schmilzt das noch? Das schmilzt noch, gut. So. Und wir brauchen Steine, la 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 la. Wir brauchen Steine, so viele Steine. Das ist ja unglaublich, denn wir brauchen so viele Steine. Oh, wartet mal. Wir können uns doch ganz einfach Cleanstone machen, indem wir, warte mal, wir brauchen mal ein bisschen Kobbel hier. Kobbel. So, dann brauchen wir mal ein, zwei Kohle. So. Wir haben doch hier was richtig Cooles, nämlich namens Minium Stone. So. Ja. La 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 la. Ich mag das Teil. Oh, seht ihr das? Das ist. Oh, ich mag das Teil einfach. Ich meine, okay, es macht einige der Dinge wirklich einfach.
Aber es ist so viel praktischer, als wenn wir jetzt hier wirklich die ganze Zeit warten, bis die ganzen Furnaces fertig sind mit hin und her schmelzen hier, beziehungsweise hin und her brennen. So. Dann machen wir hier nochmal eben die Wand zu und dann können wir uns mal eine Essensschaufel machen. Und die hat nämlich was einen richtig coolen Vorteil. Die geht nämlich nicht kaputt. So. Und damit machen wir hier gleich mal ein bisschen den Dreck weg und buddeln das Haus mal so ein kleines bisschen aus. Damit wir dann hier auch wirklich mal auf einen Nenner kommen. Ich würde das ganz gerne hier als Erdgeschoss lassen. Und dass man dann erstmal hier außen so einen kleinen Berg hoch erklimmen muss. Würde ich ganz cool finden, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Beziehungsweise wenn ich das irgendwie hinkriege, dass das wirklich so dann auch aussieht. Aber das schauen wir dann mal. So.